like a Hellcat. Und willkommen zurück zu Super Mario World mit Groovy direkt am Start. Denn das ist das allererste Level. Oder sagt, das ist das Level, was wir eben im Intro gesehen haben. Cool, ne? Aber hat man ja wie ich, haben ja einfach alles ja fliegen. Wow, alter Schwede, der schnell kill. Gut. Alter Gott. Aber mit den Yoshi ist man hier so overpowered. Müsste ich schon zugeben, ey. Wir sollen ja eigentlich ohne Yoshi weiterkommen. Ja, erklär's mir. Ich wollte schon abspringen. Ich hab da jetzt völlig gelitten. Ja, na klar, wie soll man dort ausweichen alles? Ja, Mann. Alter. Da war ich mit Mondo. Mongo. Das Level ist brutal schwer. Eigentlich. Fucking schwer ist das. Besonders der Anfang. Scheiß Cheep. Hab keinen Bock mehr drauf. Volle Ausrüstung packen wir uns. Wie in der letzten Folge. Ja. Das gerade hinter das Level war das zweitleichteste. Level in der Spezialwelt. Ja.
über uns gerade eine Feuerblume. Um die zu verbrennen, die Chip-Chips. Nicht dort. Dort hin. Zu der Star Road. Boah, das wird noch anstrengend. Gut. Shit, der ist halt so schwer. Mal Bruder, ja, zu siegen. Ja, natürlich. Du klitzige kleiner Arschloch. Ja, Mann, was hast du gegen mich? Endlich. Stimmt. Yes. Ja, natürlich. Muss abwarten, bis das Wasserpegel sinkt. Weil sonst will mich die Chip-Chips treffen. Ja. Hervorragend gemacht, Yoshi. Wow. Ich will nicht krepieren, ja? Hier ist sogar ein Yoshi. Egal, ciao, ich kann gehen. Updancing des Jahrhunderts. Wow, ein. Ja, dann lass uns direkt. Denn ich weiß, was auf uns denn wartet. Und der gelbe Yoshi, er kann mit jedem Panzer eine Stampfattacke machen. Habe ich ja auch noch gar nicht erzählt. Oh. Nee. Kann ich nicht schauen. Lass uns direkt mit vollen Power-Ups in diesem Level gehen. Nur grüner Yoshi leider. Shit. Gibt es überhaupt Panzer? Ich glaube, nein, ne? Dass man es auch nicht überspringen kann. Starten mit diesem Setting. Denn Yoshi braucht man. Denn mit Yoshi ist man broken. Aber ich weiß, wie schwer das Level ist. Oh, Tageruss.
Macht euch hier so einfach wie möglich. Ja? Und nehmt Yoshi. Aber glaubt mir, so einfach wird es nicht bleiben. Denn das Trampolin steht da ja einfach. Ihr müsst es nämlich eskortieren. Sonst kommt ihr mit Yoshi, kommt ihr zwar immer noch weiter. Aber dann habt ihr keinen Yoshi mehr. Shit! Shit! Yoshi bleibt hier, du kleine Go-Mann! Gibt's noch dieses Trampolin? Hilfe! Geht in die Feder! Ah, scheiße, Mann! Ich hatte das schwerste Level im gesamten Spiel. Das ist das schwerste Level im gesamten Spiel. Das siebte. Dazu hat ihr letztendlich ein Koopa? Nee, ne? Ich glaube, da gab es gar kein Level. Gar kein Level! Ich glaube, das gab es nicht. Ich glaube, da gab es kein Koopa. Warum seid ihr ein Koopa integrieren, wenn man mit dem blauen Yoshi denn überfliegen kann? Na gut. Ja moin, ich bin ja auch voll Hellseher, ne? Okay. Ja, moin, Mann! Yoshi!
Yoshi! Ja, super. Yoshi, du hast mich umgebracht, du kleiner Kerl! Ich hasse dich! Yoshi! Die Null! Fick dich! Das Level! Das ist das reinste Horror! Da muss ich wieder so einen Betrug erleben. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Dieses gottverdammte Level. Das ist aus der Hölle. Spaß. Das haben die Super Mario Lost Levels Macher gemacht. Das ist nicht menschlich. Das Level, das kann man nicht schaffen. Das ist nicht menschlich. Na gut, nächster Versuch. Was? Ich eskortiere jetzt nicht nochmal. Den verlasse ich einfach in Yoshi. Ja, moin. Ist klar. Kann man Elsie nur was? Hä? Kann auf selbst auf Riesenflammen drauf springen, aber auf so einen kleinen nicht. Ist klar. Ich hab jetzt wirklich die Schnauze voll drauf. Selbstplatzieren. Wow, gute Reaktion diesmal. Das ist aber Gott und schlecht wieder. Mit Yoshi ist das so einfach. Komm jetzt her! Super einfach. Super. Ja. Oh Gott. IQ. Shit! Der! Alter! Der hat mich umgebracht, ey! Denn hätte ich aber Papier zerschnippelt. Oder zerrissen, ey! Der hat mich umgebracht, ey! Shit, Mann! Yoshi, komm her, du Spaß! Hier ist sogar noch ein Yoshi für euch. Hier ist sogar ein Yoshi. Aber ich glaube, es ist nicht mehr geschafft, ihn zu diskutieren. Nein, nein, nein. Nein! Was? Stunner! Und das so fern!
Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab mich schon so gefreut, aber dann kommt diese Scheiße schon wieder. Ist mir zu wild. Kann man sich was springen? Nö, anscheinend nicht. Außer man ist durchgespielt. Denn jemand so kurz knapp vorm Ziel und dann geht mich die Flamme. Wow, der Rotjahr springt mir voll was. Mein Level war 6. Wo ist keine Kuba-Panda bringen? Gibt. Ach man, tut mir leid für das Geschrei gerade. Ja, man merkt, das ist der schwerste Level. Darum reg ich mich auch so auf. Weil wie so klar von dir war. Und dann klebt mich dieser Kopf. Ich hoffe, ich habe wieder was draus gelernt. Nein, habe ich nicht. Oh, danke. Cool, Willi. Ich denke, ich weiß, was sie machen. Eigentlich. Ich denke, wir wollen Tech-Team machen. Sandy zusammen hilft. Habe ich das Gefühl. Das ist aber auch gemein. Du kommst nicht weiter hier. Ja, na klar. Komm jetzt, Yoshi. Jetzt besiegt der Feder. Hab ich gesehen. Schrecklich. Natürlich kommt er. Wenn ich dort bin. Natürlich. Ist klar. Warum ist dort unten aber auch einer? Das gibt keinen Sinn. Gleich eine Ausrüstung. Ja, gekommen. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, besiegt. Na. Und insgesamt nichts verloren. Nee, gut. Den Yoshi-Block dürfen wir nicht berühren. Shit. Ein bisschen mehr Zeit vergeudet. Aber die gerade wieder gut gemacht. Weil wir einfach rübergeflogen sind. Ganz gut. Wir haben noch so viel. Aber es will ja nichts heißen, wie wir wissen. Mann, ey, schnell. Ja, moin. Aber egal, wir sind nicht tot oder nicht runtergefallen. Gut. Steigerung! Heilt es ja 100. Shit! Jetzt müssen wir ihn besiegen. Ich hab den noch schon getroffen. Hallo? Wie tut es Els? Ich verlasse diesen Raum und komm nie wieder! Ich hab keinen Bock mehr. Bin ich Chelsea oder was? Das ist unmenschlich. Ich komme dort mit Yoshi, Feder und ganz Geld. Ich bin gerade so wütend auf dieses Game.
Und was sind die schon auf die 30 Minuten? Und dann gehen wir immer diese Ghosts. Ich muss leider meine Stimme schonen hier. Ich bin kein Hellseher vom Beruf. Ich kann nicht hell sehen. Oder sieht's so aus? Nein. Bei der NES-Version kann man kein blauen Yoshi so im Fragezeichenblöcke finden. Das haben die ab der Gameboy-Version erst eingefügt. Wie ich weiß. Na gut, weiter. Wir gehen schon 20 Minuten an diesen Level rum. Ich denke, für den ganzen Part hier, also den ganzen zweiten Abschnitt, werde ich komplett cutten. Fehler korrigiert. Nicht korrigiert halt. Springt man einmal auf die Wegler rauf, hat man im Prinzip schon die Arschkarte gezogen. Die verfolgen sich ja. Grab schon wieder. Da kann man schon aufgeben, den Yoshi hier zu retten. Und das Trampolin auch noch dazu. Dann verliert man zu viel Zeit langsam. Nein, geschafft jetzt. Null Zeitdruck. Ja, hier wird null Zeitdruck. Grad. Cool. Dann kann nimmt auch mehr Rücksicht auf mich. Kann ich jetzt auf mein Yoshi nehmen? Yoshi, komm her. Kann ich jetzt auch dafür mehr Rücksicht nehmen? Ja. Okay. Und dann noch Kylie verspielt. Aber glaub mir, es kann ja noch schief gehen, haben wir bei der letzten Version auch gesehen. Wir hatten nicht komplett Zeitdruck und haben trotzdem noch verloren. Jetzt, wenn meine Taktik vorhin gar nicht so schlecht war. Aber trotzdem. Das ist aber komplett krankes Level. Extra, dass es mitkommt. Ja! Herzschlag auf 5 auf 180. Ja! Geschafft! Und noch 2 Versuche bei Funky! Probieren wir es. 2 Versuche bei Funky. Wir probieren es. Aber das ist nicht das schwerste Level. Gibt es sogar einen Yoshi? Sehr überraschend, ne?
im Wizard Point Block. Ja, man kommt erstmal noch nicht ran. Man kommt erst bis später ran. Aber ihr müsst auf jeden Fall groß bleiben. Möchte ich doch so oder so nicht getroffen werden von ihnen. Von daher ist es auch gut. Shit. Aber Feuerblume haben wir. Ich glaube hier irgendwo ein Piapis wird. Damit ist der Yoshi runter. Den kann man ganz gut gebrauchen. Man muss auch nicht unbedingt, man kann natürlich auch überfliegen. Crap. Wo nutze ich die Flügel fast nie? Ich bleib immer ganz nah am Boden natürlich, weil es kann ja jederzeit passieren, dass ich runterfall. BGF. Aber die grünen Äpfel bringen dir 20 Sticks ein, sprich könnt ihr 20 Sekunden weitermachen. Also 20 Sekunden extra Zeit bekommt ihr. Sozusagen. Shit. Ein Fehler. Jetzt. Ist auch gut zum Fliegen natürlich. Komm, wir sind gleich da, am Ziel. Gleich am Ziel. Yes! You are a super player! Geschafft! Ein Herbst-Stack. Blauer Cooper, gelber Cooper und natürlich noch der grüne Cooper. Den roten Cooper haben wir auch schon gesehen. Schön, oder? Kong Brutal Tions. Also, Gratulation. Aber es gibt noch eine Welt! Spaß. Alle Welten sehen jetzt anders aus. In Herbstfeeling. Und es gibt mindestens eine Folge, wird es noch geben. Was? Es wird eine Folge noch geben. Das sollt ihr nicht verpassen. Ja. Also bitte nicht verpassen die letzte Folge Super Mario World. Nehme ich vielleicht gleich auf. Nee, eigentlich nicht. Muss alles noch schneiden. Das hat alles was. Der neue Design. Nur der Wasser ist nicht neu. Der ist gleich, glaube ich. Da, oh. Da. Da möchte ich euch noch ein bisschen was zeigen. Star World hat auch jetzt ein anderes. Aber ich möchte euch sogar noch das. Wartet ihr gar genug ab. Gibt's dort einen bekannten Soundtrack? Warte. Gar nicht.
Wartet einfach ein paar Sekunden oder Minuten sogar. Aber es müsste nicht länger als 5 Minuten dauern. Ich glaube, das sind gerade 3 Sekunden. Dauert ein bisschen. Ich habe vergessen, euch noch zu erwähnen. Jetzt? Ja, wartet ein bisschen ab. Ich zeige es eh auf meinem 2-Kanal noch. Und da ja egal. Oder? Das muss so bald kommen. Boah, wir haben gleich 1 Minute. Ja, das muss doch kommen. Ach, das heißt, ich euch eh auf meinem 2-Kanal, von daher. Warte noch. Warte noch. Jetzt! Wenn ihr so lange abwartet, hört ihr diesen Super Mario Bros. 1 Soundtrack. Oder? Ist auf jeden Fall ein sehr bekannter Soundtrack. Super Mario Bros. 3 müsste es sein, super. Das war's mit Super Mario World. Bis zur nächsten Folge. Ciao.